Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pixel Heroes. Im letzten Part haben wir unser erstes Abenteuer erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gleich das zweite. Der Cooper, Captain Unterhose, der alte Vulkan. Ist halt zufällig eine Gruppe, also das ist die Quest der alte Vulkan. Gruppe im Herzen der Helden? Ja, dann sind wir Kollegen. Ich bin auch ein Held. Naja, noch nicht, aber bald. Wisst ihr, mir fehlt ein ganz wichtiger Teil meines Hero-Suits. Jemand hat meine nun, Unterhose gestohlen. Nicht meine richtigen Unterhosen natürlich, sondern die, die ich über meiner Strumpfhose trage. Wenn ihr sie wiederbringt, kann ich euch endlich mein Superhelden-Training mit einem kompletten Hero-Suit beginnen. Und die Welt retten oder sowas. Alles klar. Quest angenommen, Captain Unterhose. Super, danke. Zeigt diesen Monstern, was Helden können. Natürlich würde ich mit euch mitkommen, aber ich muss hierbleiben und die Stadt beschützen. Eben muss es ja machen, nicht wahr? Nun dann, zieht von dann, meine Helden, und erkämpft meine heldenhaften Unterhosen, die, das möchte ich sehr betonen, nicht an meine richtigen Unterhosen sind, so dass ich euch helfen kann, heldenhafter zu sein. Alles klar. Und dann gehen wir ins nächste Abenteuer, der alte Vulkan. Gut. Ihr seht einen Mörder aus dem Boden ragen. Es sieht aus, als würde sie sich bewegen. Hey, ihr da, ich spreche mit euch. Wisst ihr, ich wurde verflucht und muss jetzt mein Leben lang entsprechende Mörder verbringen. Nicht witzig. Die einzige Möglichkeit, diesen Fluch aufzuheben, besteht darin, mich zu essen. Also bitte, beim großen Erbauer, fresst mich! Esst sie. Eine Heldin nimmt die Mörder und beginnt sie zu verspeisen. Sie schmeckt verdammt gut. Allerdings haben eure Helden das Gefühl, sie eben eine lebensmüde sprechende Mörder gegessen zu haben. Ende. Ende vom Märchen. Das war's. Oha, was haben wir denn da? Himmelskind. Steht da direkt neben dem kaputten Karren. Sieht aufgewühlt aus, aber ihr Gemüt scheint sich aufzuhellen, als sie eure Helden sieht. Guten Tag wünsche ich euch. Es muss ein Wink des Schicksals sein, dass sie unter den Umständen treffen. Ich wurde unlängst von Banditen überfallen. Sie haben meine Karre zerstört und mich meiner Sachen beraubt. Sogar meinen Maultier haben sie gestohlen. Ich kann sie schon verfolgen und mir mein Zeug zurückholen, aber es braucht mehr als ein paar Hände, um den Karren zu reparieren. Würde es so freundlich sein, mir dabei helfen? Natürlich. Eure helfen bei der Reparatur der Karre. Eine Weile vergeht. Danke, es sieht fast wie neu aus. Ich werde ihn in den Büschen verstecken, während ich die Banditen jage, um mir mein Zeug und die Maultiere wiederzuholen. Ich bin euch sehr dankbar. Nehmt dies als Zeichen meines guten Willens. Wow! Warte, warte! Was ist das? Das ist ein Epic! Gib das Epic zu mir! Rüstung der Himmelskinder! Tja! Ich wette, die Stats sind variabel und wenn ich das später bekommen hätte, wäre es tausendmal besser. Aber gut! Geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul. Oh, hinter dir ein dreiköpfiger Affe! Dreiköpfiger Affe, hinter dir ein dreiköpfiger Mensch! Hahaha, war nur ein Spaß! Monkey Island! wir sind aus dem Labor eines verrückten Nekromanten ausgebrochen, der grausame Experimente an Tieren verübt. Wollt ihr uns helfen, ihn zu besiegen? Natürlich! Großartig! Wartet hier, während ich den Mankra aus seinem Labor locke. Macht schon mal kampfbereit. Eine Weile vergeht. Der dreiköpfige Affe kehrt zurück und wird von einer Gruppe bösartiger Humanoide verfolgt. Erstmal gibt's fett eins aufs Maul. Was? Du lebst noch? Na, nicht mehr lange. Bams. Oh, 75 effektiv, alles klar. Ja, du kannst nicht viel, ich weiß schon. Habe ich jetzt keins... Den hätte ich einsetzen müssen. Ah, das war falsch vorher. Was? Okay, das war ziemlich dumm. Ich dachte, ich mache mehr Damage. Mist, das ist blöd gelaufen. Das hätte ich besser spielen müssen. Oh, fuck. Der Parasit ist ausgebrochen. Habt ihr das gesehen? Mega Damage. Heile ich ihm auf jeden Fall mal. Und bei ihm ist auch der Parasit ausgebrochen. Oh, der war One-Hit. Okay, Belohnung. Verstärkter Harnisch des Wassers. Lebendiges Götzenbild des Magiers. Heiltränke. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, trinken wir und trinken wir. Wir haben eh viel zu viel davon. So, und jetzt sind wir im Vulkan. Der nächste Dungeon. Oh yeah. Ja, einfach go machen. Raum betreten.
Oh, der erste Raum gleich eine Kiste. Das Witzige ist, es gibt einen Erfolg, wenn man eine Kiste mit unter 20% öffnet. Deswegen versuche ich es erstmal mit ihm. Hallo? Okay. Versuchen wir es mit ihm. Einmal kann man es ja versuchen. Ich meine, ich kann mich ja heilen. So, was ist denn in der Kiste drin? Klägliche Magie des Blitzschlags. Belebende Halskette der Erdung. Nutze der Fluch des Zombiebisses. Sprachverzauber des Eistornados. Verfluchter Kettenmanze der Anpassung. Jetzt ist so viel drin. Armseliges Ball der Übelkeit. Das sieht stark aus. Keine Heiltränke? What? So, dann haben wir jetzt unendlich viel Zeug bekommen. Leben 10 und Int plus 10. Ich weiß es nicht. okay, heben wir das erstmal auf. 38, das ist schlecht. Stärke plus 5 ist schlecht. 56, Ziel 1. Aber Ziel 1, wo du sagst 80%. Nee. Leben und das hatte ich schon. Ziel 1 plus 2, 36. Nee. 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 Nö, nö, nö. Schade, nichts dabei. Gehen wir in den nächsten Raum. Nur Kanonenfutter. So, und ich habe jetzt Feuer gegen Feuer. Das wird wahrscheinlich unendlich uneffektiv sein. Ja, scheiße. Okay, ich brauche eine andere Waffe. Oh, effektiv. Ich brauche eine andere Waffe für den Krieger. Die sind hier immun dagegen. Du greifst nochmal hier an, weil du bist effektiv, das ist cool. Aua! Wieder vollgeheilt, sehr schön. Das ist halt ein starker Zauberer. Ja, jetzt greifst du meinen Heiler an, weil du gemerkt hast, dass das Kacke ist hier, ne? Aber du bist tot. Okay! So, was kriege ich denn? Vielleicht eine schöne Waffe? Polierte Band der Erlösung. Das hört sich gut an. Das könnte ein guter Heildingsbums sein. Erhabene Andacht der Vita. Oh, jetzt kriege ich... Was ist denn los? Wieso kriege ich hier so viele Items? Okay, mein Rucksack ist schon wieder fast voll. Du kriegst erstmal den. Auch wenn er viel schlechter ist. Du kriegst den jetzt trotzdem. Du kriegst... Den, nein, das ist Schwachsinn. Du wirst nicht für Nahkampfangriffen angegriffen. Du brauchst es nicht. 12 Heilung, Party. Das ist, was sind das für... Ah ja, schau mal einer an. Leben und Stärke plus 5. Ja, machen wir erstmal so weiter. Sonst ist hier nichts Interessantes dabei. Schauen wir mal, ob meine Waffe jetzt besser ist. Effektiv. 69. 69. Jupp. Ja, noch gut, ist noch gut. Also schauen wir mal. Ich bin hier, wie es aussieht, beim Phönix. Und Levitian ist gut gegen Phönix. Also... Ich habe wieder mal Glück mit den Effektivitäten, dass ich diese Waffe hier gefunden habe. Denn ich kann das hier alles ziemlich chillig abwickeln. Frumps, brenne. Ja, ist schon okay. Stirb einfach. Okay, die Kämpfe gehen extrem chillig, weil ich zwei Zauber habe, die sehr effizient sind. Erbärmlicher Speer der Intoleranz. Wieder Levitian, das ist gut. Sie brauchen eine wärmste Erde. Und Zeugsbums. Die Helden sind ein Level aufgestiegen. Na, rat mal, was ich hier skill. So, ich muss jetzt aber vorsichtig sein. Ich muss bei den anderen dann Leben nachziehen. Sonst werde ich ein Problem bekommen. Jo, was haben wir denn hier bekommen? Bullshit.
Gut, weiter geht's. Ihr werdet alle sterben. Haltet euch bereit. Und der ist ineffektiv gegen... Was ist denn das? Wieso zwei verschiedene Elemente in einem Ding? Sag mal, seid ihr... Was ist falsch bei euch? Ihr könnt doch nicht zwei verschiedene Elemente in einen Dungeon reinpacken. Wie soll man denn... Das ist doch blöd. Ich hau dich jetzt um, du bist dem Tode nah. Das interessiert mich relativ wenig, weil ich klatsch dich jetzt sowas von weg. Nein, es wird nicht reichen. Effektiv 20, what? Ah, ich glaube, nach der Runde brauche ich wieder ein bisschen Heiltränke. Ach, ich gehe mal auf... nicht auf Risiko. Heilen wir mal die ganze Gruppe ein bisschen hoch. Warum auf Risiko gehen? Ja gut, den da hinten kannst du gerne angreifen. Und du stirbst. Gut. Ja. Mosiger Fetisch der Potenz. Lebendige Gürtel des Nerds. Heiltränke. Okay. Trink mal. Du brauchst nix. Leben. Oha. Der ist mega gut für dich, hallo? Viel mehr Leben, viel mehr Intelligenz. Das war ein saugeiles Item. Weiter geht's. Sehr schön. Das, so mag ich das. Mal wieder ein nützliches Item gefunden. Oh, jetzt greifen wir erstmal hier an. Oh ja, sehr schön. Und ich brenne. Nice. Hier geht meine Levitian-Waffe wieder sehr gut ab. Aber ich mache jetzt viel mehr Damage, weil ich mehr Intelligenz habe. Juhu, du bist tot und in der nächsten Runde ist der andere auch tot. Sehr schön. Das mit den Immunitäten und also mit den Anfälligkeiten ist eigentlich eine coole Sache. Das war eine ziemlich einfache Runde. Mächtiger Morgenstern der Freiheit. Ach, mein Inventar ist schon wieder voll. Erhabener Buchband der Seuche. Heiltränke. Gegner alle. Was ist denn das für ein Element? Das ist... Ist das elementlos? Das Ding hat kein Element, das heißt, es ist neutral. Ja, es ist neutral, das ist dieses Yin-Yang-Zeichen. Neutral bin ich nicht so der Fan. 73 physisch, auch neutral. Ne, ich bleib ehrlich gesagt so, wie ich bin. Bleib, wie du bist. Bleib dir treu und schmeiß die Sachen hier weg. Beziehungsweise 4. Machen wir mal so. Und gehen wir mal weiter. 3 Räume haben wir noch vor uns. Oh, ich hätte mich vielleicht heilen sollen. Ja. Warum hat der Gegner nichts gemacht? Ich heile mich jetzt deswegen, weil ich dann in der nächsten... Weil das viel intelligenter ist, weil ich in der nächsten Runde die beiden killen kann. Deswegen habe ich zwischendurch einen Heal gemacht. Und jetzt kann ich nämlich mit dem kann ich jetzt dann einen schönen Angriff machen. Und in der nächsten Runde ist sie dann auch tot. Ich hätte es, One-Shot. Also so ist es auch gut. Rachtschiger Beutel des Friedens. Fehlerhafte Hymne der Linderung. Heiltränke. Was haben wir denn hier? 24. Nee, das ist genau derselbe Mist. 11 Glaube und 6 Geschicklichkeit. Leben minus 6. Ja, das mache ich jetzt aber trotzdem. Das ist mir jetzt wurscht.
Mehr Heal. Mehr Heal. Ah, ich muss wegschmeißen, ne? So, mehr Heal. Trinken wir mal das und trinken wir mal das und gehen wir weiter. Das ist arg. Der ist jetzt wieder immun gegen den Shit. Das heißt, ich benutze den Skill. Und, leg los. Ich glaube, das war gar nicht mal so doof. Jetzt kann ich in der nächsten Runde den noch einen Nahkampfangriff versetzen. Und, kann dann mit dem beide verwunden und ja, nächste Runde dürfte fast alles dann tot sein. Schau mal, der könnte jetzt sterben. Ja, der stirbt und der ist dem Tode nah. Das ist, hat schon gut gepasst, denke ich mal. Jetzt greifst du noch Roscoe an. Nein, der greift alle an. Okay. Ja, kann ich mal einen großen Heiltrank verwenden. Ich habe bisher die großen noch gar nicht verwendet. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, was ich bekomme, habe ich Depp. Das übersprungen. Ja, aber es ist auch ganz ehrlich nur Mist dabei. So. Und weiter geht's. Oh, das ist eh schon der Boss. Oh, das ging jetzt aber schnell. Hm. Ihr habt mich erweckt. Tanz zum Feuer. Niemand ist dem Vulkan entflohen. Nun geht in Flammen auf. Okay. Ach, ich muss erst den hier killen. Keine Info bei Bosse. So. Damit ist das Viech tot. So, einmal greife ich jetzt mal direkt einen Boss an. Danach werde ich mal eine Runde healen. Oh, ich habe den krank gemacht. Autschi, bautschi. Schnell heilen. 73, ja nice. Ne, läuft. So, dann machen wir hier den da. Ah, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt mal den da. Dann kann ich in der nächsten Runde nochmal angreifen und den da hinten wahrscheinlich killen. Ja. Was? Das gibt's doch gar nicht. Wie kann der schon tot sein? Das ist ein Boss. So viel Damage mache ich jetzt auch nicht. Ah, Erfolg freigespielt. Besiegt den Boss des alten Vulkans. Heißes Zeug. Heißes Zeug. Nächster Erfolg freigespielt. Das war der vierte in dieser Runde. Das sind noch lange nicht genug. Wir brauchen mehr Erfolg in dieser Runde. Schrei des Phönix. Bringt mir wahrscheinlich gar nichts. Weil das ein Geschick-Item ist. Spitzenhelm der Schlange. Ich kann nicht lesen. So. Die Helden sind ein Level aufgestiegen. So. Mir ist es zu riskant, mit den wenig Leben jetzt immer zu dingsen. Deswegen tue ich mal ein bisschen Lebenskillen. Gut. Was wollte ich machen? Ich wollte nachgucken, was ich so für Mist bekommen habe. Das skaliert auf das hier. Und deswegen ist es leider nutzlos für mich. Leider nutzlos. Oh, ein Kopf mit plus 3 und eine Immunität gegen Gift. Das ist gut, das ist sehr gut. Zwölf Int und 6 Glaube. Ja. Ja, nee, danke. Und nochmal ein Helm mit 3. Ja, von mir aus. Dann schmeißen wir mal weg. Den und den. Wir werden auf dem Rückweg jetzt sowieso wahrscheinlich noch ein paar Items bekommen. Oh, was ist denn das? Der Nerd. Ihr seht einen verärgert wirkenden Typen. Er trägt ein weißes Hemd mit einer Tasche voller Klugschreiber. Klugschreiber. Ja.
Nein, Kugelschreiber, ich bin zu dumm zum Lesen. Sieht aus, als würde er eine fremde Sprache sprechen. Great, now I'm inside a game. What, shitty game heißt es wahrscheinlich. What's the pseudo-retro graphics? I am not supposed to look angry. What a fucking piece of fucking bullfuck. And the music, it isn't the fuckest thing you ever heard. Look, warum haben sie das nicht übersetzt? Look how slow you move. I'm just waiting to arrive the damn dungeon. Come on, move your ass. What the, what were they, tanking? Tanking? One? Jetzt habe ich nicht gelesen. Why is the inventory spaces? Also er regt sich über alles im Spiel auf, warum es so langsam geht, warum die Grafik so schlecht ist, weil die Musik so kacke ist, weil der Inventarplatz so klein ist. Like I can't carry more shit around. Are you shitting me? Wherever program this is a fuckhole? A ölhole? Asshole. Ah. This is an asshole. Wenn man das programmiert, das ist ein Arschloch. Now continuous. Also keine Leben. Like seriously. Give me a reason why there's no fucking continuous. Also warum man nicht Leben hat. I'm gonna calm down. Okay. Now for some fun. Let's see how smart you are. Do you know which game I'm punishing here? Nein, ich weiß es nicht. Machen wir mal Mr. Hekill and Dr. Jide. Wrong. My words are insufficient and describe the totally insult human that this game has provided. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ach, schon wieder die. Das hatten wir schon. Himmelskinderbanditen. Es war eine Falle. Ah ja, okay. Also jetzt haben wir geholfen und jetzt war es nur eine Falle. Also, wie gesagt, die können einfach unterschiedlich ausgehen. Und sie ist tot. Ich glaube, die sind so stark wie auf dem Hinweg. Und man hat ja zwischendurch Level-Ups bekommen, deswegen ist es eigentlich total kacke für die, dass die mich jetzt angreifen. Und ja, die sind jetzt dem Tode nahe und ja, sie können nicht wirklich viel machen. Ja, leck mir am Arsch. Ich brauche unbedingt einen Zauber, der auf 3 Leute geht. Das kann so nicht weitergehen. Ach, und ich habe schon wieder übersprungen, ne? 18 Intelligenz. Das ist aber trotzdem schlechter. Und 73 physisch. Hm, hebe ich mir mal auf. Würde ich sagen, schmeiß mal den Schund hier weg. Und gehen weiter. Jetzt dürfen wir nur noch eine Begegnung haben. Bevor wir wieder in der Stadt sind. Ach du Scheiße, was bist denn du? Fliegender Pilot. Die Helden sehen einen hässlichen Piloten in der Luft schwebend. Diese Wesen streifen aus ungewöhnlich bekannten Gründen durch das Land. Bis jetzt haben sie kein Interesse daran gezeigt, mit einem Wesen Kontakt aufzunehmen. Beobachtet ihn. Greift an! Die Helden sehen ihre Waffen. Ich will es töten! Ach so, ich habe hier... Ja, natürlich. Es stirbt trotzdem. Oh Gott, hoffentlich ist der jetzt nicht mega stark. Ich bin mal vorsichtig. So, setz mal einen Donnerkeil ein. Unversehrt. Autsch! No! Und du kannst jetzt... Genau, ich habe den gebufft und jetzt kann ich hier mal einen fetten Angriff machen. Und jetzt kann ich dich mal heilen. Der ist ganz schön stark, muss ich sagen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Dich heile ich mal. Ich gehe mal auf Nummer sicher, weil ich nicht weiß, dass der so drauf hat. Der hat vorher schon einen verwirrt. Ich tue jetzt mal abwechselnd angreifen und heilen.
Ah, sehr schön, der ist schon mal voll, das ist schon mal gut. Dem Tode nahe, sehr gut. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Oh, leck mir am Arsch. Der hätte sich jetzt selbst angreifen können, wäre vielleicht gestorben. Bitte nicht verwirrt. Okay, jetzt sind die Leute wenigstens wieder voll. Also den Pilot hätte ich nicht angreifen sollen. Das war echt riskant. Na, kannst du angreifen? Oh, ich habe ihn besiegt. Was, das war ein Erfolg? Besiege den undurchschaubaren fliegenden Piloten. Ach, das war ein Erfolg? Ja, dann passt ja, dass ich den angegriffen habe. The Pixen Horror. So, nächster Erfolg. Juhui, passt. Schauen wir mal, gibt es hier Beute? Fette Epics. Jawohl, eine Tentakelpeitsche. Oh yeah. Rachsüchtigerin der Liebe. Geerdeter Gürtel der Liebe. Heiltränke. Schauen wir mal die Peitsche an, was die kann. Bitte kein Geschick-Item. Das ist ein Geschick-Item. Schade. Geschicklichkeit, Stärke und wie viel Stärke hast du denn? Hat es jetzt nicht so gebracht. Egal, wir haben einen Erfolg bekommen. Das soll es mir wert gewesen sein. Und in Zukunft besser nicht mehr angreifen, weil ein langer Kampf. So, Cooper, sieht glücklicher aus. Oh, wie wunderbar, endlich ist mein Heroes UTM komplett. Jetzt kann ich mein Heldentraining beginnen. Jetzt brauche ich nur noch einen heroischen Namen. Als Belohnung dürft ihr euch einen Namen für mich überlegen. Irgendwelche Ideen? Vielleicht inspiriert euch das hier. Ich fand es in einem nahen Gebüsch. Leichte Tracht des Greifen. Diese Questbelohnungen sind ultra... Egal. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir gleich zum Schmied, verkaufen den ganzen Shit. Ah, Captain Caps Lock. Ich glaube, als nächstes mache ich Captain Caps Lock. Schmied war ja hier, ne? So. Verkaufen wir gleich mal den ganzen Schmuh. Jupp. 400 Gold, okay. Schwuppdiwupp. Und du gehst weg, und du gehst weg, und du gehst weg. Und das schöne Epic geht auch weg und weg. Und du bist auch kacke. Nein, du bist gar nicht mal so schlecht. Du könntest dem hier nützlich sein. Genau. So machen wir das. Und verkaufen das auch noch. So. Und jetzt schauen wir mal, was du hier hast. Ich glaube, das Ding ist gar nicht mal schlecht. 5. Kaufen mal das. Mhm. 76 physisch. 80 physisch. Das kaufe ich auch. Das sind Waffen. Gehen wir auf den Magier. Der hat 52 und 57. 64 auf ein Ziel. Auf das erste. Okay. Ich glaube, das sind schon wieder meine Items, die ich verkauft habe. Schauen wir nochmal auf den, denn hier ist noch ein Heilungsspruch, 69, dann ist meiner besser. Okay, dann lassen wir das erstmal so, dann gehen wir auf die Ausrüstung. Und geben wir dem erstmal den neuen Schild und die neue Rüstung. Gut, dann gehen wir zurück zum Shop und dann verkaufen wir noch das da und das da. Okay, dann gehen wir um was ist erstmal... Dann gehen wir mal in die Bibliothek und kaufen hier auch ein. So, jetzt gehen wir erstmal auf den Healer.
37 und auf Party 25. Oh, 37 auf Party. Oh, das ist gebongt. So, 73 habe ich auf Einzel. Okay, passt. Und dann hast du hier 1 und 2, 52. 1 bis 3, 60. 1 bis 3, 60. 1 bis 3, 60. 77 auf ein Ziel, okay. Dann kaufe ich das einfach mal. Ich meine, was soll ich sonst mit dem Geld machen? Und tu den hier da rein und endlich mal einen neuen Gruppenheal, weil der war echt madig. Also der ist um einiges besser jetzt. Eine richtig dicke Verbesserung. So, und dann kaufen wir nochmal einen und zwar falsch. Wir gehen hier raus und gehen noch in die Kirche und kaufen dann dort noch einen. Tempel, nicht Kirche, Tempel. So, Tränke kaufen. So, ja, passt. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch. So, was wir jetzt auch noch machen können, beziehungsweise, ja, machen wir das schnell. Wir können auch in Joes Taverne gehen. Und hier gibt es auch einen Erfolg, den man holen kann. Ja, ich tue jetzt gleich, einen Erfolg holen. Und zwar, wie heißt dieser Erfolg? Ich muss schnell gucken, weil da kann man sich beim Schmied, nicht beim Schmied, da kann man sich, hier nämlich volllaufen lassen. Es gibt ein Achievement, wo man 100, wo man 50 Heiltränke in einem Abenteuer trinken muss. Ich glaube, den schaffen wir in dem Abenteuer auch. 100 Bier müssen wir trinken. 100 Bier. 100 Bier sind 800 Gold. Ah ja, unten steht es sowieso. Das sind so stupid Erfolge, aber hey, warum nicht? Ich meine, wir haben gesagt, wir spielen dieses Spiel zu 100% durch. Und wenn es dazu gehört, in einem Spiel 100 Bier zu trinken, dann machen wir das einfach. Vor allem, wir haben gerade nicht wirklich das Bedürfnis, unser Geld zu sparen. Also, ich bin so ein bisschen. Ja. Also, wir sind. Alter, die trinken. Ach, die teilen sich das Bier. Ja, dann. Aber die haben Zwerg im Team. Also, die würden mindestens 500 Bier schaffen. Kenn ich. Ja, macht es euch gemütlich. Sucht euch einen Platz. Diese Theke ist schmutzig. So, trinken wir noch ein paar Mal Bier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. Haben wir Erfolg bekommen. Erfolg schon gehalten. Trink verantwortungsbewusst. Also, wenn 100 Bier trinken verantwortungsbewusst ist, dann sind das auf jeden Fall Festival-Friends. So, der nächste Erfolg. Juppidu! Sehr schön. Neuer Held freigeschaltet, der Braumeister. Das gibt einen Held, wenn ich das mache. Das ist ja cool. Das hat sich ja voll gelohnt. Dann können wir im nächsten Abenteuer vielleicht dann gleich mit dem Braumeister starten. Ja, super. So, meine Freunde. Das war's von diesem Part. Ein Part, ein Dungeon, würde ich sagen, ist nicht schlecht. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pixel Heroes. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blackie.